Hi, ihr Lieben. Ich bin jetzt da gerade draußen am See, wo meine Freundin Claudia wohnt. Ich zeige euch das schnell mal. Kalisi würde das super gefallen hier, aber die ist im Moment bei meinen Eltern, weil Claudia und Jens, ihr Mann, drei Katzen haben. Und das wäre wahrscheinlich nicht so eine tolle Idee, die zusammenzulassen, weil Kalisi es liebt, mit Katzen zu spielen, aber die Katzen lieben das meistens nicht so. Ich war gerade bei ihr zu Hause und mein Kopf ist wirklich nur noch in Kreisen gegangen. Meine Gedanken haben sich nur noch gedreht und deswegen habe ich beschlossen, jetzt ein bisschen rauszugehen und zu spazieren, um meine Gedanken zu beruhigen und ja, ein bisschen Ruhe ins gesamte System zu bringen. Weil ich habe mich immer die ganze Zeit gefragt, warum oder wann kommen die Gefühle hoch, wann kommt die Angst hoch bei mir? Weil ich habe wirklich durch die ganze Zeit jetzt habe ich wirklich meine Friedenszone, eigentlich meine Zone des Friedens oder des Friedens, kann man so sagen, nicht verlassen. Ich war wirklich sehr ruhig und einfach im Moment und ich habe fast nie irgendwelche Traurigkeit verspürt oder Angst, außer ein einziges Mal, aber das ist schon eine Zeit lang her und heute früh, eigentlich schon in dieser Nacht, bin ich einmal kurz aufgewacht und habe diese Angst gespürt. Und lustigerweise bin ich dann auch kurz danach wieder eingeschlafen, was eigentlich sehr komisch ist, weil wenn man eine Angst hat, schläft man normalerweise nicht. Aber bei mir war das jetzt so. Ich schlafe so tief im Moment. Ich glaube, ich bin irgendwie so erschöpft. Ich bin im Koma. Auf alle Fälle, als ich morgens aufgewacht bin, dann spürte ich wieder diese Angst. Also dieses komische Gefühl in der Magengegend. Und es hat sich dann wirklich so eine Panik angekündigt. Und ich habe die dann einfach gespürt und angenommen. Und auf eine Art war ich auch froh, dass es endlich gekommen ist. Und ich konnte durch diese Annahme mich auch sehr schnell eigentlich wieder beruhigen und zurückholen. Weil ich habe einfach gemerkt, scheiße, ich ziehe in ein Land, wo ich einfach kein Schwein kenne. Abgesehen von Bas natürlich, der kein Schwein ist. Aber der hat ja auch seine eigenen Dinge noch am Laufen und seine Familie und muss sich um so viele Dinge kümmern. Und hat dann bestimmt nicht, ich weiß, dass er nicht nur Zeit hat für mich. Das ist auch richtig und gut so. Und ich weiß nichts, ich weiß überhaupt nichts von diesem Land. Ich kenne niemanden, ich kann nicht mal die Sprache sprechen, was natürlich eigentlich total suboptimal ist, weil ich das eigentlich auch gerne machen würde. Ich bin immer gerne in Ländern, wo ich die Sprache spreche. Und ich lerne ja auch sehr gerne neue Sprachen, aber diesmal mit diesem Holländisch hat es nicht so wirklich funktioniert bis jetzt. Ich hatte einfach zu viele andere Dinge im Kopf. Ja, und was wollte ich sagen? Ja, einfach all diese Dinge, die ich dann dachte, ich weiß nicht mal, wo ich einkaufen kann, ich weiß nicht, wo ich, wenn mit dem Hund was ist, wo ich dann mit dem Hund hin muss, blablabla, einfach was die Dinge, was das Gehirn dann alles für komische Gedanken denkt, wenn es in seinem Panikmodus ist. Und ja, ich habe es einfach mal so angenommen und als ich dann später mit meiner Mutter telefoniert habe, weil ich sie was fragen wollte, ja, habe ich ihr das erzählt, dass ich zum ersten Mal jetzt seit langem wieder mal Angst verspürt habe. Und sie wollte mich dann beruhigen und hat mir genau die Dinge erzählt, die ich ihr immer und allen anderen immer erzähle, wenn ich sie beruhigen will. Und ich habe ihr dann gesagt, Mom, es ist okay, ich weiß das alles, was du mir sagst. Und, aber es ist okay, weißt du, es ist okay, dass ich Angst habe. Es ist okay, dass ich unsicher bin. Es ist okay, es ist ein Teil des ganzen Spieles hier. Des ganzen Lebens. Und egal, wo ich in meinem Leben bin, egal, was ich tue, egal, was ich mache, ob ich hier bleibe, ob ich weggehe, es gehören immer wieder diese Phasen des Loslassens und der Unsicherheit dazu, wo man einfach wieder auf dem Glatteis ist. Und das ist auch gesund, sich immer wieder aufs Glatteis zu begeben und die Dinge neu zu entdecken. Und das ist wichtig. Und eben ist das Leben. Und deswegen ist es okay, dass ich diese Gefühle habe. Und ich will sie auf gar keine Art und Weise weghaben oder anders haben, sondern sie sind einfach Teil des Ganzen. Und das war für mich auch so ein wichtiger Punkt, wo ich gesehen habe, was ich auch alles gelernt habe über die letzten Jahre, wo ich wirklich durch eine Krise nach der nächsten gegangen bin. Und jetzt einfach wirklich so eine Art Stabilität in mir gefunden habe, die es erlaubt, einfach Panik, sogar in der Panik irgendwo einen stabilen Punkt zu haben. Und das tut gut zu wissen. Ja, und ich habe dann auch realisiert, es ist eigentlich so krass, wir Menschen, wir brauchen normalerweise immer
einen krassen Einschnitt, wie ein Todesfall oder ein Unfall oder was ganz Schlimmes muss passieren, bis wir uns bewusst werden, dass das Leben so vergänglich ist und dass wir und wie wichtig unsere Beziehungen sind. Und jetzt gerade dieses Ding, was ich da mache, das zeigt mir, aber auch meinen Freunden und meiner Familie, ich muss noch dazu hinzufügen, dass ich bewundere meine Familie, wie sie das löst, weil ich weiß, wie hart es für sie ist und wie sie trotzdem da sind für mich und mich unterstützen auf meinem Weg. Und wirklich, ich könnte nicht dankbarer sein für ihre Hilfe, obwohl sie selbst in einem riesen Prozess drinstecken. Und aber auch sie erkennen jetzt irgendwie auch das, die Schönheit in diesem ganzen auch Traurigen vom Loslassen oder diesem Ungewissen. Weil wir wieder den Wert erkennen und die Dinge nicht mehr für selbstverständlich nehmen, sondern erkennen, hey, alles ist vergänglich und jeder Moment, der ist da und dann ist er für immer gegangen sozusagen, weil wir hier ja in dieser Zeit und Raumstruktur leben. Ja, das ist es, was mir heute durch den Kopf gegangen ist. Und auch wenn ich weiß, dass das Leben eigentlich alles nur ein Traum ist für mich, ich sehe das Leben so und das ist hier alles einfach eine Ansammlung von Experiences, Erfahrungen ist, so möchte ich doch dieses Leben zu einer tollen Erfahrung machen und ich möchte es leben und ich möchte die Dinge auch nicht immer allzu ernst nehmen. Aber es ist okay, dass ich sie auch ernst nehme, weil ich bin im Moment nun halt mal Mensch und dieses Menschliche in mir nimmt diese Dinge hier sehr, sehr ernst und das ist auch okay. Und deswegen nehme ich da auch meine Ängste ernst und weiß, dass die da jetzt da sind und die kann ich jetzt einfach sein lassen. Und um ehrlich zu sein, sind nach dieser Viertelstunde auch eigentlich vollkommen wieder verschwunden. Ich war einfach noch nervös, ich bin total unruhig durchs Haus getigert und habe noch das und dies und jeniges erledigt und da kam mir das wieder in den Sinn und so. Aber wirklich so die Hauptangst war dann wirklich nach kurzer Zeit eigentlich schon weg. Eigentlich nur, weil ich sie eben einfach angeschaut habe. Und sie wird bestimmt noch wiederkommen und ich werde jetzt in den nächsten Tagen auch noch ein paar meiner engsten Freunde noch sehen. Und das wird bestimmt nicht nur lustig, obwohl ich mich freue, sie zu sehen, aber dann dieser Abschied, ugh. Aber auch das gehört dazu. Und auch das hat ja auch wirklich was Schönes, zu wissen, dass man geliebt wird und dass man jemanden so lieben kann und dass man sie auch vermissen wird. Und ich werde sie alle wiedersehen. Von daher, ja, das ist es. Das Leben ist einfach vergänglich und das Leben ist wertvoll. Und wir vergessen das so oft und nehmen alles so ernst und fokussieren uns auf die Probleme anstelle uns auf das Schöne zu besinnen und das Schöne zu sehen. Weil wir es einfach vergessen, weil wir uns daran gewöhnt haben. Ja, also, das ist meine Weisheit des Tages. Und ich wünsche dir, euch, alle, die jetzt zuguckt, einen wunderschönen Tag. Und einfach alles Liebe und wir sehen uns später wieder. Muah.